Am 19.04.2023 um 17.23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn durch mehrere Equal-Notrufe zu einem Verkehrsunfall mit womöglich eingeklemmter Person auf die A565 in Höhe der Nordbrücke in Richtung Siegburg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf dem rechten Fahrstreifen zu Auffahrunfällen von 5 Pkw gekommen war, da ein BMW vermutlich das Stauende übersehen hatte und durch den heftigen Aufprall 3 weitere Fahrzeuge ineinander schob. Alle Personen waren außerhalb der Fahrzeuge und wurden von Ersthelfern betreut und notärztlich gesichtet. 4 Patienten wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert, 4 weitere, darunter 2 Kinder, wurden betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen Verkehrs- und Brandgefahren, deaktivierte die betroffenen Fahrzeuge und steuerte Betriebsmittel ab. Die Polizei sicherte ebenfalls die Unfallstelle und nahm den Unfall auf. Für ca. 30 Minuten war die Richtungsfahrbahn gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über eine Spur und noch etwas später, ca. 20 Uhr über 2 an den Unfall vorbeigeleitet. Es kam zu einem langen Stau. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Drehleiter, das Tankfahrzeug 1, die Rüsteinheit, das Hilfeleistungsfahrzeug 2, das Einsatzfahrzeug 1-2, 2 Rettungswagen, der Krankentransportwagen 23 und 4 Funkstreifenkraftwagen. Ein vorbeifahrender Radfahrer sagte, hey, keine Bilder, und schlug mir dabei fest auf den Rücken. Selbstverständlich wurde er entsprechend angezeigt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.